Frankreich zuerst. Mit dieser nationalistischen Botschaft startet die Kandidatin der rechtsextremen Partei Front National, Marine Le Pen, in den französischen Präsidentschaftswahlkampf. Après des décennies d'erreur et de lâcheté. Nach Jahrzehnten der Fehler und der Feigheit, der falschen politischen Wechsel, der Verleugnung, des Geschehenlassens und Laufenlassens stehen wir nun am Scheideweg. Unter anderem will Le Pen kurz nach einem Amtsantritt ein Referendum über einen Austritt Frankreichs aus der EU abhalten, einen sogenannten Frexit. Außerdem will sie die Einwanderung drastisch beschränken und protektionistische Maßnahmen für die französische Wirtschaft ergreifen. Umfragen sehen Le Pen derzeit bei der ersten Runde der Präsidentschaftswahl Ende April mit rund 25% auf dem ersten Platz. Es gilt aber als unwahrscheinlich, dass sie die Stichwahl am 7. Mai gewinnen kann. Umfragen zufolge würde sie dort sowohl dem konservativen François Fillon als auch dem unabhängigen Präsidentschaftskandidaten Emmanuel Macron klar unterliegen.